Hallo YouTube, eine neue Folge Nerdstuff und diesmal geht es wieder um Videospiele. Ja, eigentlich fast immer geht es um Videospiele bei Nerdstuff. Und zwar dieses Mal haben wir 7 Fakten über Videospiele, wo ihr vielleicht noch nicht alle gewusst habt. Ja, für viele Nintendo-Fans hat Donkey Kong fast den gleichen Kultstatus wie Super Mario, aber es wäre fast gar nicht rausgekommen oder zustande gekommen mit Super Mario. Und zwar ja, das erste Donkey Kong hätte eigentlich Popeye spielen sollen. Und die Aufgabe von Popeye wäre gewesen, dass er Olivia befreit vom bösen Pluto. Und es wäre eigentlich genauso aufgebaut gewesen, genau die gleichen Levels, dass die Fässer runterrollen und dass man drüber hupfen muss als Popeye. Ja, Nintendo hat aber dann die Lizenz an dem Popeye-Franchise verloren und somit konnte man das nicht rausbringen. Aber Nintendo hat sich gedacht, ja, das Spielprinzip, lass mal trotzdem nicht sterben und bringen unsere eigenen Charaktere hinein. Und so wurde halt dann der Super Mario, der Donkey Kong und die Prinzessin geboren. Ja, und weil wir gerade im Nintendo-Universum sind, und zwar, ja, wusstet ihr, woher eigentlich der Name kommt für den Super Mario oder sprich nur Mario? Ja, Nintendo wollte ihn ja am Anfang Mr. Video nennen, von dem ist man dann abgekommen. Ja, und vorher haben wir ja das Donkey Kong-Spiel gehabt und da hat Mario noch Jumpman geheißen. Mit Jumpman war man nicht so erfolgreich in Amerika und dann hat man sich entschieden, das Nintendo-Hauptgebäude in Amerika, der Vermieter hieß damals auch Mario und darum hat man dann den Hauptcharakter in Mario getauft. So kam es eigentlich zur Namensgebung für den heutigen Super Mario. Ja, viele werden es ja wissen, dass Nintendo und Sony oder beziehungsweise PlayStation damals zusammenarbeiten wollte. Für den Super Nintendo hat Nintendo Sony beauftragt, ein CD-Laufwerk rauszubringen mit dem Codenamen PlayStation. Ja, Nintendo hat sich dann entschieden, das Ganze nicht zu machen und hat dann Philips in Auftrag gegeben, dass sie dann ein CD-Videospielkonsole rausbringen. Ja, Sony, wie wir alle wissen, hat das Ganze dann selbst in die Hand genommen und hat dann die PlayStation rausgebracht. Aber jetzt kommt etwas, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, und zwar so hätte damals der Super Nintendo PlayStation ausgesehen. Ja, und jetzt haben wir ein knuddeliges Spiel und zwar Animal Crossing und habt ihr da gewusst, dass es in dem Spiel selber ein Minigame gegeben hat mit dem Spielnamen Tyrannei und zwar ja, man konnte das in Echtzeit 29 Jahre spielen. Glaube ich, hat bis heute noch keiner geschafft, geht sich rechnerisch nicht aus, aber 29 Jahre wäre es möglich. Ist ein bisschen angsteinflößend, dass man wirklich so lange an einem Videospiel hängen kann. 29 Jahre eine lange Zeit, weil wenn wir jetzt 29 Jahre zurückgehen, da sind wir jetzt gerade mal irgendwo in den 80ern und da hat er erst so richtig Nintendo und Sega Fuß gefasst in der Videospielwelt. Ja, viele Nintendo-Fans haben sich schon gefragt, woher eigentlich Link aus Zelda sein Aussehen hat. Ja, Miyamoto hat in einem Interview bekannt gegeben, dass er ein riesiger Disney-Fan ist und vor allem auch ein Peter Pan-Fan. Und so kam eigentlich die Liebe dazu, so einen ähnlichen Charakter zu machen und so entstand dann Link aus Zelda und ich würde sagen, es ist ihm sehr gut gelungen. Außerdem würde das erklären, warum die Kokiri in Zelda nie altern. Jetzt kommen wir zur PlayStation 2 und habt ihr gewusst, was der Startbildschirm eigentlich für eine Bedeutung hat? Und zwar, ja, da gab es ja diese komischen Türme, was man zum Anschauen hatte und man konnte eigentlich nie herausfinden, was das wirklich war. Und jetzt ist die Auflösung und zwar, ja, die Türme waren damals so, je mehr Türme das waren, desto mehr Spiele hat man gezockt und die Höhe des Turmes war ausschlaggebend, wie lange man das Spiel gezockt hat. Ja, und zum Schluss nochmal die PlayStation 2, einer der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten. Und zwar, ja, habt ihr gewusst, dass das Design, also das Gehäuse von der PlayStation 2, an den Atari Falcon 030 Microbox erinnert? Ja, das ist eigentlich fast das gleiche Gehäuse und es ist sehr interessant, dass sich da Sony bzw. PlayStation das irgendwie aus der Retro-Welt abgeschaut hat. So, das waren jetzt 7 Facts aus dem Videospieluniversum und jetzt ist meine Frage an euch, konntet ihr alle beantworten, habt ihr alle gewusst, schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ja, es wird vielleicht noch eine zweite oder dritte Folge geben zu Game Facts aus dem Videospieluniversum. Ja, über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.